Zuschauer, ich hatte mir heute gedacht, ich fahre mit dem Fahrrad. Und zwar bei dem Spaziergang ist es immer sehr sinnvoll, wenn man mit einem Fahrrad die Aufklärung betreibt. Also ein bisschen schaut, was macht Antifa, was macht Polizei. Und hier seht ihr mich gerade im Einsatz. Es ist ungefähr 20 nach 7. Um 7 Uhr ist der Spaziergang losgegangen. Jetzt ist der Spaziergang quasi hinter der nächsten Kreuzung um die Kurve herum. Antifa hat auch schon angefangen zu belästigen, blöde Sachen rüberzuschreien und diesen Spaziergang quasi zu stören. Und deswegen bin ich ein kleines Schiff rausgefahren und habe mir die Kamera scharf gemacht und werde sie jetzt quasi überraschen. In dem Moment, wo ich hier um die Kurve fahre, das Auto hat mich hier nicht besonders gestört. Das ist der Vorteil, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist. Jetzt kommt die Kurve und gleich drauf sind sie schon erwischt. Da ist die Antifa, die Gruppe von ungefähr 12 Personen. Ich habe es jetzt nicht genau durchgezählt. Und jetzt sieht man hier auf der linken Seite ungefähr 200 Demonstranten. Nein, nicht Demonstranten, Spaziergänger, einfach Spaziergänger. Hier sind wir in der Münchner Straße in Rosenheim, die quasi von der Stadtmitte aus Richtung München eben geht. Da ist wieder das Ende des Zuges. Da habe ich ein kleines bisschen gefilmt, ja. Und hier sieht man gerade, wie die ganze Gruppe auf die andere Seite rübergeht, eben weil jetzt Polizei vorne aufgetaucht ist. Polizei hat Blaulicht auch eingeschaltet, wie man hier vorne sieht, und noch weiß niemand, was sie jetzt genau vorhaben. Und ja, im Zug lässt sich aber keiner irgendwie großartig rausbringen. Und ja, jetzt musste ich noch auf die andere Straßenseite wieder. Und hier ein kleiner Überblick davon, wie viele Demonstranten bzw. Spaziergänger hier gerade unterwegs sind. Und ja, kann auch gut sehen, die halten die Mindestabstände gut ein und tragen auch keine Banner oder sonst was, was auf eine Veranstaltung hinschließen könnte. Und da ist jetzt wieder die Antifa und da kommt wieder "verpiss dich", das höre ich quasi dauernd von diesem unhöflichen Volk. Und hier kommt die Polizei. In dem Moment weiß noch niemand, warum ist die Polizei jetzt da. Ist sie für die oder gegen die Spaziergänger unterwegs oder gegen die Antifa? Oder um die zwei Gruppen auseinanderzuhalten. Ja, auf jeden Fall wird hier weiter spazieren gegangen. Und ich wollte jetzt mal schauen, was die Polizei eigentlich macht, konnte da aber logischerweise nicht durch diesen Strom hindurch und bin dann ein kleines bisschen ausgewichen. Hier wird geklatscht, ich wusste noch nicht genau warum, aber ihr werdet es jetzt gleich sehen, hier kommen also noch mehr Polizeiautos, ich immer respektvoll im Abstand, damit ich niemanden bei der Arbeit behindere. Und dann schauen wir doch mal, wo die Polizei eigentlich so hinläuft. Und man sieht, die Polizei läuft eben genau dorthin, wo die Antifa steht. Und ja, jetzt sind die Leute von der Antifa eingekesselt von der Polizei. Und ich mache noch einen kleinen Schwenk, um mir das noch ein bisschen genauer anzuschauen. Und genau. Aber was dann eigentlich so weiter abgelaufen ist zwischen Polizei und Antifa, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall
An dem Tag war dann noch ein Versuch, eine Person dieses Spazierganges als Leiter der Veranstaltung zu benennen und deswegen dann eben wahrscheinlich eine Strafanzeige auszusprechen. Aber das hat dann nicht funktioniert. Das kann ich vielleicht auch später noch euch zeigen. Ja, hier sieht man dann, wie die Menge der der Spaziergänger am Bahnhof. Das ist also hier der Busbahnhof und der ist gleich neben dem Bahnhof von Rosenheim, wie sie da weiter laufen. Ja, das soll es erstmal gewesen sein und viel Spaß bei den nächsten Bildern.